Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück beim Team Farming Projekt auf der Hof Bergmann zusammen mit dem Manuel. Hallöle. Hallo. Ja, wir sind noch dabei, die Ballen hier von der Mission. Ah, da ist ein. Ich fahre hier auf der falschen Straßenseite. Ja, wir sind hier nicht in England, wollte ich gerade sagen. Nee, Ah. die Ballen von der Ballenmission hier weg zu bringen und dann wollen wir so ein paar Investitionen machen. Haben wir uns überlegt. Aber was verraten wir noch nicht? Oh, ich muss jetzt erstmal wieder Drehschemel rückwärts fahren. Juhu. Gott, oh Gott. Und das unter dem Gelächter von den Ziegen hier. Oh, schafft er das da hoch? Ja, schafft er. Hey, aber dass er so stark ist, der Fendt hier. Oh, der ist so. Hat Bums dahinter, der Fendt. Oh. Oh, genau, ich muss ja dann. Ja gut, das mache ich jetzt nicht. Das machen wir dann, wenn wir hier fertig sind. Den Drescher auf der anderen Mission, der muss ja auch noch wieder laufen. Soll ich das schnell machen? Ne, lass den erstmal stehen. Weil den muss man dann eh ständig abfahren und wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Ballen wegbekommen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, wichtiger. Weil die Mission auch mehr Kohle bringt. Ja, stimmt eigentlich. 50.000? Ja. Ja, plus das, was ja dann noch übrig bleibt an Ballen, das Ja. gibt's ja auch noch mal ein bisschen Geld, schätze ich mal. So, wie war denn das irgendwo? Oh, ich fahre ja wieder querfeld ein. Oh, na, quer. Wir haben bei uns, also ich war ja diese Woche komplett, ich war ja gar nicht fürs LS19 gerade gar nicht so drinne. Bei uns draußen ist ein kleines Unglück passiert, bei uns auf der Gartenbahn. Das war, ich sag mal nur Achsbruch. Oh. Also, ja, da ist das Gestänge von der Lok gebrochen, ist komplett auseinandergeflogen. Wir haben es gleich neu bestellt, habe es am Samstag, gestern haben wir es eingebaut und jetzt läuft die Lok wieder einwandfrei. Das ist doch gut. Da müssen wir So. halt noch auf die andere Seite warten. Da ist nämlich nur eine Stange, aber das ist keine wichtige Stange, das ist eine Nebenstange. Die ist ein bisschen durch, aber die Lok läuft ja noch einwandfrei. Und daher. So. So, mal Und dann gucken. ist uns Ah. der Trafo vor einer Woche verreckt. Oh. Ah, Ja, wenn schon, denn schon. gleich hintereinander. Also das war schon ein bisschen heftig. Haben aber gleich einen neuen gekauft. Oh Gott, 400 € oder so gekostet, keine Ahnung. Zwei Stück davon gekauft. Ja, sind wir auch wieder fast 1.000 € los. Ja, das geht immer gleich ins Geld, so Zeug. Das ist Das ist halt. Wahnsinn. Ja, wir So. haben. Aber der Trafo läuft einfach frei. Wir haben jetzt nie wieder Probleme gekriegt. Ah, Bloß müssen ja. wir bei der Einlog nochmal einen Ersatzteil bestellen, weil die einen Unfall nachgebaut hat. Weil der Trafo, der wohl ja kaputt gegangen ist, der hat der Regler irgendwie gesponnen. Also der hat sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Also der Trafo auf Vollgas gestellt. Man konnte ihn nicht mehr ausmachen. Und dabei ist die Lok so schnell gefahren, dass sie rausgeflogen ist. Aber das hat mein Vater hingebracht. Das habe ich nicht hingebracht. Oh. Also ich betrage keine Schuld. Ich bin nicht schuld, ich bin nicht schuld. Sag So. mal, kennst du eigentlich das deutsche Krokodil? Ja. Kennst du? Ja. Wir haben es nämlich im Modell des von Rocco. Was Oh. für die Eisenbahn unten habe ich auf eBay entdeckt. Was haben wir gezahlt? Oh, sehr schön. So. Oh. 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 Ja, ich habe den großen Vorteil, dass ja meine Ballen in
im Autoload sind und dadurch kein Gewicht haben. Ich glaube, wenn die normal wären, hätte ich nicht so eine gute Kurvenlage. Aber ich glaube, na gut, da liegen doch noch einige. Oh. Oh, so. Oh, ja, jo, mit ja, einmal auf der Vorderachse gelandet. So, ich fahre jetzt. Oh, mal gucken, wie viele Bäume treffe ich jetzt wieder. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So sehe ich auch nichts. Ja, da ist ein Baum. Ich glaube, jetzt stecke ich gleich im Wald fest. Hilfe! Oh Gott! Komme ich da irgendwie durch? Na, ich muss erstmal hier ich klemm zwischen zwei Bäumen fest. Da muss ich möglichst gerade durch. Aber wenn ich gerade durchfahre, fahre ich vorne gegen einen anderen Baum. Das ist nicht so gewollt. Oh, komm. Deswegen ist es manchmal sinnvoller, den Weg außenrum zu nehmen und. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, ich wollte ich eigentlich sonst auch nicht, aber irgendwie dachte ich mal, das ist mal eine andere Variante. Kostet halt ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, so langsam. Könnte das was wäre. Oh, was ist da? Gut, da steht der nächste Baum. Oh. Ich weiß nicht, ob So, da ich oben noch glaube. irgendwo hinter dem Strommast noch welche liegen, das weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich habe gerade. Und ich friere Probleme. Probleme. Ja. Probleme. Ich habe Jetzt Probleme. bin ich gleich wirklich so festgefahren, dass nichts mehr vorwärts und nichts mehr rückwärts geht. Ja, warte mal, da komme ich mal ein bisschen. Warte mal, ich guck mal das. Nein, stopp, 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 Baum. Ah. Ich muss. Das Und Problem deine ist dann Nahrung eben ist noch der. verschoben, wollte ich nur mal sagen. Nö, das sieht nur so aus. Achso, nee, das ist. Ach, warte mal. Genau. Jetzt solltest du rumkommen. Nee, die. Dieses, das, ich hänge vorne ja fest. Das ist das Problem. Also mal gucken, wo du vorne hängst. Ja, das Problem ist, dass ich den Frontlader noch dran habe. Ach so. Und, ja, oh, komm. Jetzt genau. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich versuche dich mal, dass ich dich da rauscrashen kann. Dass du quasi so. Genau. Achtung. Nee, das war zu nix. Vielleicht. Und mal, ich muss mal was gucken. Chip, 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 chip. So, warte mal. Ich muss dich auch wieder rumschieben. Häng mal ab. Ich will mal kurz was Ich gucken. kann vorne wieder anhängen bei mir am Fenster, kann ich ihn so nach hinten rausschieben. Oh, ich muss Jo, erstmal. passt. Achtung! Passt, passt, passt. Jetzt. Hab ich. Oh, es muss. Ich erstmal hier irgendwie. Das am Ich besten vorne liebe. raus, dann kann ich rum. Ah, ich bin schon mal raus. Mein Anhänger noch nicht. Ne, der noch nicht. Ich muss einmal umsetzen.
dass ich den nach vorne rausziehen kann. Ja, wobei, wenn, warte mal, wenn ich von hier, das müsste doch eigentlich gehen. Doch, doch, doch. Das geht nicht, dann bleibt der direkt in der Höhe. Ich versuche ihn jetzt anders rauszuziehen. Zieh nach vorne raus. Ich hätte ihn jetzt hier so rum. Ja, die müssen so rumziehen, ach so. Dadurch. Ja, warte. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal einen schönen Warte, warte, Folgentitel warte, für warte. heute. Ich zieh in deine Richtung. Oh, jetzt stecke ich schon wieder am Baum. Komm. Zieh dich raus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ah, oh, perfekt. So. Oh, wozu hat man ein Feld? Eieieiei. Gut, dass ich vorne. Oh, das war Ja, ich. gegen den Blitzer gefahren. Ja, das ist gut. Das ist gut so. Das darf man. Da hat ja einer, ich weiß es nicht, ob das stimmt, zum Sprengstoff gegriffen und hat das Ding in die Luft gesprengt. Kann man auch machen. Weil die Blitzer sind so scheiße, weil ich bin mit meinem Vater einen Tag unterwegs gewesen, sind einfach mal durchs Land gefahren. Ey, auf der B14, jeden 200, 300 Meter steht ein Blitzer. Ey, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Ich greife jetzt auch zum Sprengstoff, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt mir schon gegen. So. So. Ah. Schön gerade bleiben, gerade bleiben. Nein. Ich kann dir mal Oh. zeigen, wo ich immer hochfahre. Da kannst du auch runterfahren. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ja die ganze Zeit immer da durchgekommen. Ich dachte nur auch, das ist ein kürzerer Weg, aber naja. Hat dann nicht so sollen sein. So, wie war das jetzt? Gott, abgeladen. Oh, das sind schon die ersten Ballen, die Geld bringen. Dann sammelst du noch mal den Rest da oben ein und dann das müsste, glaube ich, reichen für den Hänger, was da oben noch liegt. Das meiste habe ich jetzt schon. Tja, ich krieg ja 30 Stück drauf. Ich krieg nur 16. Komm. Da kommen wir noch einmal 15.000. Sind schon 35.000 Zusatzeinnahmen. Oh. So, ich fahre jetzt hier rum. Ich kann hier hochfahren. Ja. Da ist mein Einbuchse, da fahre ich jetzt hoch. Gut, der kämpft sich mit 5 km/h hier hoch, aber das geht. So. Hier fahre ich immer hoch. Das ist so flach. Ja, da sind noch zwei, drei Stück, sehe ich hier. Hast du jetzt schon Sinn auf die. Ach jo. Ja. Oh, da sind noch ein paar mehr. Gut. Ich fahre mal oben schon mal drum und gucke, ob da oben noch welche liegen. Ja. Nehme ich die gleich mit. Schlappi, schlappi, schlapp, schlappi, schlapp, schlapp, schlapp. Hey. Der Schlappi ist wieder da. So. Ja, aber wie gut, dass die Schule bei uns morgen erst um 8:15 Uhr losgeht. Und um 11:30 Uhr aufhört. Tja, ja, Dafür das ist ja, ist es nur eine Woche. gut. Danach geht es dann wieder um 7:30 Uhr los. Tja, so, da liegen noch zwei, Hier oben sieht drei. es jetzt nicht mehr aus hier. Hier oben ist nichts. So. Gucken wir mal. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Unten liegt keiner mehr. Ja, es sind noch mal 10 Stück. Ob hier noch irgendwo was ist? Ja, gut. Und wenn, dann würden die spätestens, wenn wir das nächste Mal. Oh, da ist noch eine. Ha! Glaube ich. Doch, ja.
Ja, spätestens wenn man das nächste Mal eine Mission hier macht, tauchen die ja dann auf. Nee, hier liegt So, keiner mehr. Hier ist Ende. ich fahre jetzt schön außenrum. Gehört der Ballanhänger uns oder gehört das dem abgeschlossenen Ding? Der gehört zur Mission. Den kannst du einfach stehen lassen. Gut. Und den Ballenanhänger, den ich habe, der ist so gemietet, den gebe ich dann auch gleich zurück wieder. Da koppel ich mal den anderen am Fendt noch ab. Oder haben wir unseren Fendt auf dem Ding noch stehen? Oh. Und dann, ja, das passt doch sogar. Da schaffen wir das heute noch. Ding, dann machen wir die Investitionen in der nächsten Folge. Der Deutz gehört der uns. Ne, der ist auch Mission. Das ist auch Mission. Gut. Dann haben wir das mal erledigt. Im Grunde waren nur die beiden Fans von uns. Ja, Okay, und mein passt. Johnny eben. Ja. Hab schon gesehen. Dann schmeiße ich mal den Drescher schon mal an oder sollen wir das in der nächsten Folge machen? Boah, das können wir auch nächste Folge machen. Okay. Oh, so, ich schieb da den noch da rückwärts rein. Dann geben wir das Ding noch ab und dann Soll können ich wir den nämlich auch. Auftrag schon mal abschließen oder kann ich das nicht? Ich glaube, du kannst es nicht und wenn, dann mach ich das dann gleich. Oh, erst die Ballen da noch reinbekommen. Aber man kennt es ja, Drehschemel. Ah, so, abladen, abladen, abladen. So, guck mal, noch einmal 12.000. Wir sind reich. Oh. Ja, komm mal, 43. Wir hatten 196. Das heißt, es sind fast 50.000 Euro nur Doch, ich kann durch abschließen. die Ballen. Ja gut, dann mach es. Zack, ruckel, ruckel. 288. Das heißt, die Mission hat insgesamt fast 100.000 Euro gebracht. Das ist doch gut. Das ist mega viel. Was selbst so ein bisschen Ballen da. Gut, dann kann ich mit dem einen Fendt mal zurück. Nimmst du den zweiten Fendt? Ich schicke den dann gleich mit Autodrive zur Not Ah, zurück. stimmt, ich habe es ja bei mir ausgemacht, weil ich es nicht brauche. Ich brauche es gerade nicht. Ich fahre lieber so. Kann ich nochmal Beziehungsweise ich. fahren lernen? So, Hof, Hof, Hauptsilo, nee, Haupthof parken. Kuhhalle, manuell. Waschplatz 1. Keine Ahnung, was Waschplatz 1 ist, da fährst du jetzt einfach hin. Ja, kommt, dann mache ich den einfach schon mal an. Das Sammeln machen wir ja manuell gleich. Du fährst mir auch nach Hause. Ja. Kuhstall ist doch egal. Hauptsache, du kommst nach Hause. Ui. So, dann würde ich aber sagen, ja, das passt doch wunderbar. Sind wir fertig für heute? Morgen geht's dann weiter, aber das hört sich irgendwie schon wieder nicht gut an, wenn ich hier Ui höre und so. Da war ein Stein. Da war ein Stein. Okay, ja, pa passend zum Schluss passieren wieder die Unfälle hier. Na, schafft er es? Schafft er es? Ja, Komm. er schafft es. Er schafft es. Warte mal, vielleicht so? Ja. Ja. Na gut, ja gut, er hat es geschafft. Gut, dann können wir auch jetzt wirklich Schluss machen. Morgen geht's weiter, nächste Folge. Schaut gerne wieder rein. Bis dann, macht's gut und tschüss. Tschüss.